Servus ihr Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Diesmal kommen wir zu dem Lied von The Berserker. Kenne ich nicht die Band. Wurde mir aber vom Raphael Gmünder empfohlen, und zwar das Lied Evolution. Ja, schon etwas älteres Lied, ich habe mal geguckt, das ist von 2000, Quatsch von 2000, sah ich. 8 Jahre ist das schon alt, ich kenne es wie gesagt nicht. Ja, deshalb bin ich ja, schon überrascht. Weil im Kommentar gestanden hat, dass es wohl sehr gut die Band sind soll. Und ja, wie gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Sag, glaube ich, schon zum dritten Mal. So oftmals dasselbe, ich weiß nicht, warum manchmal bin ich wie so verdammt die Schallplatte hängen bleibt. Das bin ich halt. Ja, dann suchen wir uns das Lied einfach raus. Beziehungsweise ich habe ja schon vorher gearbeitet. Ich habe das schon rausgefunden. Falscher Knopf. Jetzt hätte ich nächst OBS zugemacht. Da hätten wir das nächste Desaster gehabt. So, da ist es. Es ist kein Lyric-Video. Es ist, ja. Also beim Video sieht man nur das CD-Cover. Was für Genre das ist, kann ich euch jetzt gerade im Moment nicht sagen. Ich gehe eher mal davon aus, dass es Death Metal, Deathcore, ich weiß nicht, vor 8 Jahren, ja, kommt hin. Naja. Hören wir uns das einfach mal an. Ich bin mal gespannt. Ich meine, du hättest irgendwas in den Kommentar geschrieben, dass das ein sehr wichtiges Lied für dich ist. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr so genau. Naja, hören wir es uns einfach an. The Berserker Evolution. Auf geht's. Erbrechen. Mal du klar weg. Tut sie nicht weg. So. Habe ich das richtige Lied gehabt, ja. Weil das war wahrscheinlich der Albumname. Also, das war mal was ganz was anderes. Sowas habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Das ist neu. Wissen, was mich der Stelleweise erinnert hat.
Es war jetzt überheere, dass die Drumstelle elektrisch waren, also nicht echt gespielt. Seitdem, die haben so komisches Instrument, so komisches Gerät dran gehabt. Ich weiß nicht, ich kenne mich so gut an nicht aus. Aber jedenfalls hat es mich das auch gehört, als wären die Drums stelleweise synthetisch, also mit einem Synthesizer oder wie das ausgesprochen wird, gemacht worden. Es hat mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob das von euch jemand kennt. Früher gab es mal so Techno-Dings, hat sich Thunderdome hat sich das genannt. Und so hat sich das irgendwie auch gehört, stelleweise. Als hätten wir einfach Metal und so ein bisschen Thunderdome zusammengemixt. Interessante Mischung, hat mir jetzt gut gefallen. Ja, sowas finde ich zum Beispiel cool. Wenn er mir irgendwas zeichnet, was es noch nicht gibt, du gabst einmal das Lied auf meinem Kanal mit, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, oh, Don't Take Back Roman Empire, oder The Roman Empire. Sag mal, es ist jetzt wirklich etwas, was ich jetzt mit Vorliebe hören würde, aber es ist was komplett anderes, was experimentierfreudig ist, es was noch nicht da war. Und so ist es bei dem Lied gerade eben auch gewesen. Also ich fand es richtig, was jetzt nicht richtig, ja, man kann sich's auch hören, ne? Aber wie halt gesagt, es ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt, was auf meiner Liste getroffen ist, auf meiner Playlist oder wo ich jetzt sage, Mensch, brauche ich alle CDs davon. Was ihr wahrscheinlich eh gar nicht mehr gibt oder noch nie gibt hat. Weiß ich nicht, müsste ich googeln, kenne ich mich nicht aus, bevor ich mir irgendwas Falsches sage. Aber auf jeden Fall hat mir es gefallen, war mal was komplett anderes, ja. Sonst noch irgendwas? Wollte ich noch was loswerden? Nee. Dann sind wir schon wieder am Ende. Videos aufgenommen. Nice Lied habe ich gezeigt, Kriegt. Zeichen ruhig noch mehr. Wie gesagt, ich habe zwar noch ein paar. Ja, ist noch ein bisschen was da, aber ich kann nicht genug haben, also her damit. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns zum nächsten Mal und hauen drin.